Hallo ihr Lieben, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Verstopfung. Was tun bei Verstopfung? Also das beste Mittel gegen Verstopfung wäre natürlich, die Verstopfung erst gar nicht aufkommen lassen. Also die Vorbeugung. Für mich ist dieses Thema eigentlich schon lange Vergangenheit. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, als ich das letzte Mal verstopft war. Ich möchte euch hier nun aufzeigen, wie ich mich ernähre. Vielleicht liegt es auch an meiner Ernährung, dass ich nicht verstopft bin. Jedenfalls kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Daher möchte ich euch erstmal meine drei wichtigsten Tipps geben. Was kann ich vorbeugend tun? Tipp Nummer 1. Also, am wichtigsten ist natürlich, immer genügend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Am besten aber vor dem Essen, weil während dem Essen oder direkt danach wird die Verdauung nur zusätzlich gestört. Besonders bei fettreichen Essen sollte man den Mageninhalt nicht mit Wasser verdünnen, denn die Magensäure muss den Essensbrei ja erst zerlegen und wenn diese Magensäure verdünnt wird, tut sich der Körper auf jeden Fall viel, viel schwerer dabei. Tipp Nummer 2. Verwende beim Kochen viel Gewürze und frische Kräuter. Das schmeckt erstens besser und fördert eure Verdauung. Ich persönlich bevorzuge frisch gemahlenen Pfeffer auf meinen Speisen. Und ihr kennt das sicherlich, wenn man zu scharf gegessen hat, bekommt man auch ab und zu mal Durchfall, oder? Kann das sein? Am besten findet ihr euer persönliches Maß an Schärfe und dann werdet ihr sehen, klappt das mit der Verdauung sicherlich auch schon etwas besser. So, Tipp Nummer 3. Zu viel Brot ist einfach nicht gut für eure Verdauung. Und dieses Thema wird sicherlich vielfach im Internet diskutiert, aber ich bin der Meinung, Brot ist auf keinen Fall gesund. Und schon gar nicht Vollkornbrot, denn es verstopft eure Därme. Brot schmeckt zwar vielleicht lecker, aber gesund ist es nicht. Für mich ist Brot ein Genussmittel, also nicht so oft in euren Speiseplan integrieren. Ich jedenfalls habe, seit ich kein Brot mehr esse, keine Verstopfung mehr. Welchen Anteil dies dazu beiträgt, weiß ich jetzt nicht genau, aber ich schließe daraus, da Brot sehr viel Flüssigkeit aufnimmt, dass dies die Verstopfung fördert natürlich. So einfach ist das. So, das wären nun meine wichtigsten drei Tipps und ich habe noch viel, viel mehr davon. Dazu empfehle ich euch, meinen Beitrag auf meinem Blog durchzulesen. Diesen findet ihr unter www.grünersaft.de. Auch nochmal hier im Video eingeblendet. Danke fürs Zuhören, sage ich jetzt erstmal. Und ich wünsche euch noch, dass die Verstopfung bei euch bald vorübergeht. Euer Christian.